So, also das schaut jetzt gerade nicht so gut aus, weil es extrem trocken ist. Aber da hinten kommt zwar was daher. Das heißt, wir werden halt auch ein bisschen nass. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Nach dem Gesetz von Saat und Ernte weiß ich halt auch, dass man je nachdem, wie man mit dem Land umgeht, es auch entsprechend zubereitet und vorbereitet. Und wenn ich am Land mit meiner Hände arbeite, schon was gibt, dann muss der Vater und die Mutter Himmel und Erde nicht unbedingt so massiv darauf einwirken, sondern dann geht es in der Regel immer etwas gemacher. Aber was sehr interessant ist, wenn ich so auf dem Feld heraus bin und sprühe, ist, dass ich da einfach immer ganz gute Ideen habe. Und mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte eigentlich überhaupt niemand mehr so richtig kapiert, ja. Weil, können wir ja nicht, weil Ernten ist ja bei uns Einkaufen. Wir haben ja gelernt, also Einkaufen ist Ernten. Das heißt aber, wir wissen nicht, was die Saat ist, ja. Also wenn wir was einkaufen, dann brauchen wir Geld dazu. Und Geld hat aber überhaupt keine Bedeutung, wenn man es nicht in irgendeiner Art und Weise zuordnen kann. Und darum geht es vor allem jungen Leuten so, dass sie sagen, naja, Ernten, weiß ich nicht, Ernten ist wie kaufen. Nein, Ernten ist nicht kaufen. Ernten ist das, was von alleine wächst, wenn man es pflegt. Und da glaube ich, haben wir ein ganz dramatisches Defizit in den Dingen, die wir tun. Aber das kann man natürlich wieder lernen. Das war von meinen 50 Jahren, die ich jetzt bin, ich sage jetzt mal 30 Jahre ziemlich blind für diese Dinge. Beziehungsweise ich habe sie gewusst, aber nicht getan. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und jetzt, wo ich sie tue, habe ich es eh nicht frei damit. Ich vermute auch, dass man das merkt oder gespüren kann. Ich habe was gespürt über den Äther. Dass ich einfach sage, wow, ja super, das ist das Mei. Und man sieht also jeden Tag, wie da was rausgeht und ein Teil ist halt einfach für die Tiere, das kriegen die Schnecken oder wie auch immer, oder die Vögel, die das einfach sich schnappen. Weil es ja auch, ja, für die ist ja auch was da. Und der Sepp Holzer sagt also schön, ein Teil ist immer für die Tiere und ein Teil ist für die Menschen. Und das ist sicherlich im Endeffekt auch irgendwas so, wo man sagt, das hat was mit dem Zehnten zu tun, ja? Wenn man den Zehnten gibt. Wenn man den Zehnten Gott gibt, dann heißt das eigentlich, dass man den Zehnten einfach zurückgibt an Mutter Erde oder dass man es einfach stehen lässt, so wie es ist. Damit sich eben die Natur was nehmen kann. Die Kirche hat natürlich was anderes draus gemacht. Ich habe gesagt, den Zehnten, den musst du den Klingelbeutel werfen. Da kannst du dir für die Sünden freikaufen. Und das ist ja der Grund, warum diese katholischen Sachen nicht mehr so funktionieren. Ja, aber das Saat- und Ernteprinzip, das ist schon wichtig. Glaube ich wenigstens. Also für mich war es eine total gute Erkenntnis. Und ich weiß, dass es wirklich Sachen gibt im Internet und ich werde da demnächst einige Sachen posten, wo man, oh, da bin ich jetzt auf dem Pflanzer gestiegen. Oh, das tut mir aber jetzt leid. Oh, Moment einmal. Oi, 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 oi. Dass es im Web Sachen gibt, wo man erstens von der Permakultur angefangen bis zu Square-Beet Gardening, wo du wirklich auf jedem Fensterbrettel deine Sachen abbauen kannst und auf dem Balkon von 2 auf 3 Metern kannst du eine Familie mit Gemüse und Obst ernähren. Und zwar selbstgemacht und sogar unter Dach gezüchtet. Also da kann dann nicht einmal der Chemtrail drauf ringen. Also voll geil. Ja, und da lade ich natürlich dann auch ein dazu und freue mich, wenn wir da ein wenig weiter dann. Vielleicht treffen wir uns ja später unten ein wenig am Feld. Viel Spaß dabei.